Ungarn gegen Portugal ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil man die Außenseiter wie Ungarn nie einschätzen kann. Ich glaube, am Ende wird sich Portugal mit 1-0 durchsetzen und wahrscheinlich wird der Cristiano Ronaldo das Tor schießen. Deutschland gegen Frankreich ist das Spiel von der Vorrunde schlechthin. Ich glaube, es sind mit die zwei besten Mannschaften der Europameisterschaft, die was gegeneinander spielen. Wahrscheinlich, ich glaube, werden sie sich gut ausgleichen und ich denke, es geht 1-1 aus. Also meine Lieblingsmannschaft bei der Europameisterschaft ist Italien, weil ich finde, dass sie seit langem wieder brutale Qualität haben und einfach gut spielen. Mein Lieblingsspieler ist der Ruben Dias von Portugal, weil ich finde, dass er einer von den modernsten und komplettesten Innenverteidiger der Welt ist. Also mein Tipp für den Europameister dieses Jahr ist Italien, weil ich finde, dass sie seit langem wieder mit die beste Mannschaft haben und mit Mancini einen guten Trainer haben und ich glaube, das wird das Jahr von Italien. Mein persönliches Highlight beim St. Croix-Turnier war definitiv 2006 das Halbfinale Italien-Deutschland, wo Italien in der 2-0 geschossen haben. War ich damals 11 Jahre alt und war so das erste große Ereignis, was ich mitgekriegt habe. Und das werde ich nie vergessen.